Geht er mal viel früher nach Hause. Also ich verstehe wirklich nicht, warum wir nicht einfach ein Boot mieten. Klauen ist immer ein Risiko. Damit Sie gleich unseren Steckbrief haben, wenn was schief geht. Wir leihen uns das Boot ja nur für ein paar Stunden aus. Und jetzt sei so nett und fang an. Dieser Medizinstudent kreuzt bald hier auf. Und du glaubst, dass der Junge in Ordnung ist? Aha. Er hilft meinem Onkel in der Töpferei. Das heißt, während der Ferien. Scheint knapp bei Kasse zu sein. Und du meinst nicht, dass ihm vielleicht was aufstößt? Ach, dazu ist er viel zu harmlos. Er hat mir unbesehen das Märchen vom staatenlosen Flüchtling abgekauft. Wurzeln schlagen. Ich möchte bloß wissen, wo der Knabe bleibt. Na also, wir haben schon auf Sie gewartet. Und Sie sind wirklich ganz sicher, dass nichts weiter an der Sache dran ist? Natürlich, verlassen Sie sich drauf. Das Einzige, was Sie dabei verlieren können, sind ein paar Stunden Schlaf. Hals und Beinbruch, falls ein Mediziner das sagt. Danke. Übernehmen Sie mal einen Moment das Ruder und versuchen Sie so einigermaßen auf Kurs zu bleiben. Wir werden es schon hinkriegen. Ja. Na dann, Petri Heil. Und wenn man immer gestört wird. Und keine unvorsichtige Bewegung. Tut mir leid, aber Sie kommen mir ziemlich ungelegen. Ja, scheint mir auch so. Ist jedenfalls nett, dass Sie mich trotzdem empfangen haben. Ich habe gedacht, Sie hätten Feierabend. Ich auch. Nun wird es heute ein bisschen später. Was haben Sie mit dem Boot gemacht? Auf eine kleine Fahrt geschickt. Das habe ich gern. Eine klare, ehrliche Antwort. Man soll nicht zu viel fragen. Die Absicht habe ich auch nicht. Aber seine Gedanken darf man sich ja wohl machen. Sie sind noch hier, also kommt das Boot zurück. Keine Sorge, Ihrem Boot passiert nichts. Das heißt, wenn Sie keine Dummheiten machen. Verstehen wir uns? Glauben Sie, ich bin lebensmüde? Sie hätten die Sache übrigens viel einfacher haben können. Bei uns werden nämlich Boote vermietet. Falls Sie das nicht wissen sollten. Da haben wir den Kahn ja schon. Gleich sind wir da.
Er hat wirklich das Schiff seit 2 Jahren nicht verlassen, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist ein schrecklicher Gedanke. Beinahe schlimmer als Gefängnis. Naja, als Staatenloser hat man keine Rechte. Da wird man behandelt wie der übelste Verbrecher. Das ist überall dasselbe. Hier in Australien hat er vielleicht am ehesten die Möglichkeit, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Naja, hoffentlich kann ich ihm helfen. Dass ich noch kein approbierter Arzt bin, wissen Sie ja. Probieren geht über Studieren, das kriegen wir schon hin, verlassen Sie sich drauf. Danke, Ihr Vertrauen möchte ich haben. Ihr beiden Freunde kommen Sie holen. Hoffentlich haben Sie irgendwo so einen Quacksalber aufgetrieben. Hier kann man ja verrecken, nicht mal ein Arzt an Bord. Hören Sie mal, wenn wir Ihnen die Kugel nicht gleich rausoperiert hätten, dann wären Sie jetzt ein toter Mann, Mr. Revier. Vergessen Sie meinen Namen. Dafür werden Sie bezahlt. Die Kugel können Sie als Talisman behören. Schmeißen Sie den Laden hier zusammen mit dem Alten? Ja, ich bin vor einiger Zeit mit eingestiegen. Was macht eigentlich ein Amerikaner in Sydney? Dasselbe wie ein Italiener. Ich bin Australier, 3. Generation. Ist nicht Ihr Ernst. Aber die Salami riecht man noch durch. Wenn das ein Witz sein soll, war es ein schlechter. Stimmt, aber ich weiß ihn besser. Sie werden lachen. So, mein Junge. Damit du klar siehst, mein Humor ist auch bald erschöpft. Mit meiner Geduld bin ich am Ende. Ich will wissen, wo mein Boot ist. Was ist mit meinem Boot? Sie brauchen nicht mit raufzukommen. Das wäre ja Blödsinn. Sie können ihn auf der Fahrt untersuchen. Ja, aber... Soll ich ihm nicht mit runterhelfen? Wäre das nicht besser? Das schaffe ich schon allein. Kümmern Sie sich nur darum, dass wir gleich los können, wenn er an Bord ist. Geht alles klar? Das ist ja großartig. Okay. Okay. Oh. Hier ist das Geld, sehen Sie nach. Charterboot ruft 77. Charterboot ruft 77. Ja, was ist? Gut, Sie hören mich. Passen Sie auf. Ich nehme an, Sie sind der Medizinstudent. Sind Sie allein? Ja, warum? Ihren Namen weiß ich nicht. Aber ich möchte Sie warnen. Wenn Sie das Spiel mitmachen, werden Sie in verdammte Schwierigkeiten kommen. Das Boot ist gestohlen. Und der Mann auf dem... Der Mann auf dem Frachter ist kein Staatenloser. Er ist ein polizeilich gesuchter Verbrecher. Er hat vor einer Woche in Honolulu eine Bank überfallen und dabei eine Kugel abgekriegt. Sein Name ist George Revere. Er ist bewaffnet und gilt als ausgesprochen gefährlich. Ich komme gleich raus, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie können. Und versuchen Sie abzuhauen. Was ist denn los? Er ist wohl verrückt geworden. Was steht ihr so dämlich rum? Ihr habt doch Gewehre! Schießt doch, ihr Idioten! Bringen Sie gefälligst bei, wir müssen ihn stoppen. Wir haben rührende Ideen. Verdammt nochmal! Er hat meine Tasche an Bord. Er hat meine Tasche mit $180.000 an Bord.
warum laufen Sie dann weg? Machen Sie doch keinen Blödsinn, ich will doch nur mit Ihnen reden. Das abzusehen. Auch örtlich auftretende Regenschauer lassen die Temperaturen nur stundenweise unerheblich ab. Lassen Sie mein Radio in Ruhe. Ist der Student, der bei Ihnen wohnt, zufällig oben? Was haben Sie mit Neil zu tun? Was wollen Sie von ihm? Ich will eine Antwort auf meine Frage. Ist er da? Wenn er bis in die Nacht gearbeitet hat, steht er meistens spät auf. Wahrscheinlich schläft er noch. Hey, Moment mal! Was machen Sie denn da, so eine Unverschämtheit? Sie können doch da nicht einfach rausgehen! Sagen Sie mal, was fällt Ihnen überhaupt ein? Zeigen Sie mal Ihren Durchsuchungsbefehl. Na, dann erfahren Sie am besten Eddie. Ach nein, was hat mein Neffe im Zimmer meines Untermieters zu suchen? Das hier ist mein Haus, verstanden? Und ich will wissen, was das zu bedeuten hat. Ach, hören Sie auf, Sie fallen mir furchtbar auf die Nerven, verdrücken Sie sich. Ich will endlich wissen, was hier vorgeht. Also, was haben Sie und mein Neffe gegen Neil? Okay, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, der Knabe hat uns gestern Abend reingelegt. Er hat Eddie was geklaut und ist damit getürmt. Aber er hat sich verrechnet. Das ist ja ein Ding. Vielen Dank für die Warnung. Es tut mir leid mit dem Boot. Jemand hat mich verfolgt. Ich werde versuchen, es abzuzahlen. Nehmen Sie mir es nicht übel, es ist nun mal passiert. Der hat Gemüt klaut, das Boot fährt sein Trümmer und schreibt mir einen Trostbrief. Wo kommt denn der her? Lag im Briefkasten. Ich gehe gleich mal zur Polizei. Moment mal, Barney. Der Junge will dich mit dem Brief nicht ärgern. Der ist nur verzweifelt. Er weiß, dass er in Gefahr ist. Wenn die Kerle ihn erwischen, legen sie ihn um. Das ist Sache der Polizei. Sei mir nicht böse. Komm, Barney, wollen wir doch mal vernünftig drüber reden. Sieh mal, er hat doch keine Ahnung gehabt, was gespielt wird. Der Junge ist durcheinander, wir müssen ihm helfen. Ich bringe das in Ordnung, da brauchst du keine Angst zu haben. Also einen Moment mal. Es würde mich interessieren, wie du ihn auftreiben willst. Du weißt ja nicht mal seinen Namen. Ich habe rausgekriegt, dass er im 11. Semester ist. Und außerdem habe ich ja den Brief von ihm. Zufall, dass Sie mich angetroffen haben. Wir haben nämlich Semesterferien. Ich weiß. Ich bin nur noch nicht weggefahren, weil ich an einem Buch arbeite. Ah, hier haben wir ja schon, was wir suchen. Wollen wir? Ja, kein Zweifel, dieselbe Schrift. Sehen Sie? Neil Winton. Winton, richtig. Ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen, Professor. Aber worum es geht, wollen Sie mir nicht sagen. Ungern, Professor. Ich glaube, das wäre zu diesem Zeitpunkt nicht richtig. Ich mag Neil gern, er ist ein feiner Kerl. Ich hoffe, er ist nicht ernstlich in Schwierigkeiten. Es kommt darauf an, wie schnell ich ihn auftreiben kann. Es ist immer ein bisschen schwierig mit den Ferienadressen. Aber ich glaube, ich habe mir seine irgendwo notiert. Wieso denn das? Ich habe ihm doch gesagt, ich mag den Jungen. Er war in letzter Zeit so nervös und da wollte ich mich mal mit ihm zusammensetzen. Hey,
bald die erste Rate für das Boot. Kommen Sie zurück! Warten Sie doch mal! Ladies first. Oh, danke schön. $100. Dafür kann man so ein Boot nicht mal abflippen lassen. Hast du das Mädchen gesehen? Ja, wir sind beinahe zusammengekracht. Was drauf, die Kleine. Gefällt mir sehr. Kann ich mir denken. Jedenfalls hat jemand hier eingebrochen. Und ich frage mich, warum? Du hast doch gesagt, sie wären hinter dem Jungen her. Sie haben wahrscheinlich gedacht, er bringt das Boot hierher zurück. Das wird er wohl kaum in der Schreibtischschublade verstecken. Also was können Sie gesucht haben? Jetzt passt mal auf. Es wird höchste Zeit, dass wir die Polizei verständigen. Barney, sag mal, wollte nicht heute Harrison aus Amerika rübergeflogen kommen? Ja, da war irgend so ein Termin. Wo ist denn das Ding? Ich glaube, um 1 Uhr zum Mittagessen. Das ist bloß ein Ablenkungsmanöver. Sei so nett, ruf im Hotel an, dass ich ein bisschen später komme. Ich weiß jetzt, wo der Junge wohnt. Ich fahre auf dem Weg mal vorbei. Du es mir nicht selber, Neil. Tut mir leid, ich kann Ihnen jetzt nichts erklären. Ich muss für eine Weile weg. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, wenn ich wiederkomme. Mach doch keinen Unsinn. Sag mir, was los ist. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Das geht nicht, das kann ich nicht. Ich hab dich gern, mein Junge. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, lass die Finger von Eddie und seinen Freunden. Was meinen Sie denn damit? Beno war hier. Die wollen doch was von dir. Was ist los? Wenn Sie mir helfen wollen, dann sagen Sie niemandem, dass ich hier war. Bitte. Los, schnell, lauf durch den Hinterausgang. Mach, dass du wegkommst. Tag, Onkel. Was willst du von mir? Ich habe keine Zeit. Nichts von Neil gehört? Du wirst es uns doch sagen, nicht wahr? Sehen wir doch noch mal in seinem Zimmer nach. Das haben Sie doch schon zugerichtet, als ob die Vandalen drin gehaust hätten. Was wollen Sie denn noch? Neil war nicht hier. Er hat dich auch nicht angerufen? Nein. Und wenn er jetzt so freundlich sein würde, mich allein zu lassen. Ich habe nämlich zu tun. Was war das? Da ist jemand drin. Rechts und links ohrfeigen, dass ich da reingeschlittert bin. An deiner Stelle würde ich mich abschreiben, ehrlich. Aber nein, was machst du? Du gibst mir sogar noch Geld, um das Boot abzuzahlen. Na und? Aber warum hast du eigentlich nicht mit mir darüber gesprochen? Das verstehst du nicht. Lassen wir das Thema bitte. Das Geld, das du bekommen solltest, wolltest du für dein Studium verwenden, nicht wahr? Ja. Sei mal ganz ehrlich, Neil. Glaubst du, sie werden dich weiterverfolgen? Ja. Jetzt haben sie noch viel mehr Grund dazu. Sag mir doch, was los ist. Ach, Judy, komm, lass mich. Ich sitze verdammt in der Tinte und weiß noch nicht, wie ich mich da rausretten soll. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du Sydney für eine Weile verlässt. Ja, am besten für immer. Mein Medizinstudium kann ich sowieso an den Nagel hängen. Jetzt kommt es nicht mehr drauf an. Ach, Blödsinn. Pass mal auf. Du bist jetzt ein bisschen durcheinander. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir haben doch ein Haus auf Spindy in der Nähe von Broken Bay. Da könntest du hin. Und was ist mit den Nachbarn? Es ist das einzige Haus auf der ganzen Insel. Ich werde mit dir hinfahren. Ach nein, wieder mit dem gestohlenen Boot? Unsinn, mit dem Motorboot meines Vaters. Ich glaube, ich weiß, wo heute Mittag ist.
Hör zu, ich werde ihn einfach beim Mittagessen überfallen. Und wie ich mich kenne, werde ich schon irgendeinen Grund finden, dass er mir das Boot für ein paar Tage überlässt. Er wird begeistert sein. Vielleicht nicht gerade begeistert, aber im Allgemeinen ergibt er sich in sein Schicksal, wenn es in Form seiner Tochter auf ihn zukommt. Bei der Universität hat er ihre Töpferei als Ferienadresse angegeben. Wohnt er nicht mehr hier? Was ist das für eine komische Frage? Ich habe ihn nur seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Es geht mich doch nichts an, wo er ist. Vielleicht macht er eine kleine Reise, ist doch seine Sache. Er ist erwachsen, er braucht kein Kindermädchen. Gestern Abend war er in Sydney. Mhm. Ja, vielleicht ist das ein Besuch bei Freunden. Als Freunde würde ich die Kerle kaum bezeichnen. Entschuldigen Sie, ich hab's nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Hübsche Keramiken haben Sie hier. Das haben Sie drüben gelernt, was? Ja, das mache ich nun schon seit über 40 Jahren. So viel ich weiß, gibt's eine Menge Italiener hier in der Gegend. Naja, Australien ist ein schönes Land, hat ein gutes Klima. Da haben Sie recht. Aber manchen bekommt's nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich kann hier nicht den ganzen Tag rumstehen und mich mit Ihnen unterhalten. Wenn ich wüsste, wo Neil ist, würde ich es Ihnen schon sagen. Verlassen Sie sich drauf. Vielleicht können Sie mir aber ein bisschen auf die Spur helfen. Ja? Er kennt ein Mädchen. Hübsch, blond, ungefähr 20 Jahre alt. Er hat nie jemanden zu Besuch gehabt. Tut mir leid. Komisch. Die beiden sind offenbar sehr eng befreundet. Sie hat heute Morgen nämlich noch was für ihn bei mir abgegeben. Er hat recht. Das Bild von dem Mädchen steht in ihrem Zimmer. Also muss Alberto sie doch kennen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß von nichts. Tut mir leid. Würden Sie jetzt bitte gehen? Na ja, dann habe ich wohl Pech gehabt. Guten Tag, Onkel. Du hast hier nichts zu suchen. Los, raus. Nicht so hektisch. Immer schön langsam. Was ist mit dem Foto des Mädchens in Nils Zimmer? Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich wissen, wer das Mädchen ist? Ich kenne überhaupt keine Freunde von Ihnen. Du solltest mal überlegen. Vielleicht fällt es dir dann doch ein. Wir müssen Neil nämlich finden. Nicht wahr, Bino? Wer ist das Mädchen? Ja, vielen Dank. Also, in ein paar Wochen, haben Sie gesagt, soviel ich mich erinnere. Haben Sie mal einen Blick auf den Kalender geworfen? Was hätte ich denn davon? Ich weiß nicht, vielleicht ein schlechtes Gewissen. Offen gesagt, ich fühle mich hier sauwohl. Abgesehen von der kleinen Beule im Kopf. Sie sind ja schon seit 2 Monaten weg. Kommt mir viel länger vor. Sagen Sie, Sie müssen sich doch zu Tode langweilen. Das bestimmt nicht. Es war ja nur ein Spaß. Also reden wir jetzt mal vernünftig. Ich habe Briefe geschrieben, Telegramme geschickt. Und die ganzen Fachzeitschriften. Und jetzt komme ich selber rüber. Sie sind ja immer noch einer meiner Vizepräsidenten. Und Sie wissen, dass ich sehr viel von Ihnen halte. Kommen Sie zurück, Moss. Das muss ich mir in Ruhe überlegen, Frank. Überlegen Sie nicht zu lange. Warum lassen Sie mich nicht fallen? Tür zu und eines Tages klopfe ich vielleicht wieder bei Ihnen an. Sie machen einen großen Fehler. Ich kann verstehen, warum Sie hierbleiben wollen, aber man kann in Ihrem Alter nicht in der Vergangenheit leben. Nein, Frank, es ist nicht die Vergangenheit, die mich hier hält, sondern die Gegenwart. Es ist das Abenteuer. Das große Abenteuer des Lebens. Du musst mir sagen, wie du auf dem Nachtisch möchtest. Die haben hier nämlich wunderbares Essen. Wirklich nicht, danke. Tag, Miss Penelope. Würde ich gern trinken. Tag, ist mein Vater da? Ich will Sie nicht drängen, Moss, aber Ihr Büro in San Francisco wartet auf Sie. Und außerdem noch was anderes. Was denn? Nehmen Sie es als Beweis, wie viel mir an Ihnen liegt. Sie sind inzwischen Aktionär der Firma geworden. Na ja, das ist eine Überraschung. Und zwar eine ziemlich schwere, die $250.000 wiegt. Alles auf meinen Namen? Ja, es gehört Ihnen, sobald Sie wieder anfangen, für uns zu arbeiten. In dem Fall sollte ich vielleicht doch mal einen kleinen Ausflug machen. Sie bekommen die Aktien natürlich nicht gleich, mein Lieber, sondern erst, nachdem Sie ein Jahr in Ihrem Büro abgesessen haben. Denken Sie nach. Mach ich. Und einen gemischten Salat. Ohne Bohnen. Sehr wohl. Na, mein Schatz. Tag, Daddy. Na, möchtest du was trinken? Ich habe gar keine Zeit, Daddy. Oh. Sag mal, glaubst du, dass das Familienoberhaupt mir ein Darlehen gewähren würde? Ich möchte gerne ein paar Tage nach Spindy fahren.
Sag mal, du bist doch gerade erst aus dem Gebirge zurückgekommen. Na hör mal, das war vor 4 Wochen. Das habe ich doch schon vollkommen vergessen. Man muss den Sommer doch ein bisschen braungebrannt anfangen. Na, du solltest was arbeiten, dann würdest du auf andere Gedanken kommen. Ich verspreche dir, ich denke über eine Arbeit nach. Ich werde faul am Strand rumliegen und mir was überlegen. Aber es ist doch niemand da. Was willst du denn den ganzen Tag machen? Ist dir doch viel zu einsam. Daddy, du weißt doch, Frauen sind voller Überraschung. Vielleicht ist in mir der Pioniergeist erwacht, die Abenteuerlust. Auch das wird sich widerlegen. Hm? $100? Einigen wir uns auf 150? Danke, Daddy. Nachdem wir nun alles besprochen haben, verraten Sie mir doch mal, mit wem Sie hier Geschäfte machen wollen. Mit einem gewissen Mr. Plandel ist ein ziemlich großer Mann, ja sehr einflussreich, Ölquellen, Schaffarm, hat überall seine Hand im Spiel. Es wäre bestimmt nicht schlecht, wenn Sie auch mal mit ihm Kontakt aufnehmen würden. Er wird wahrscheinlich kein Boot bei mir mieten, aber man weiß ja nie, wie es ergibt. Ist gerade hier im Restaurant. Es war nett, Sie zu sehen, Frank. Und ich lasse mir durch den Kopf gehen. Schick dein Telegramm. Moment, man muss. Wir haben da noch. Was machen Sie in meinem Wagen? Los, steigen Sie ein. Setzen Sie sich ans Steuer. Hey, Taxi. Beno, ich warne Sie, nehmen Sie die Hand von der Hupe. Raus. Da oben. Wo ist er? Glauben Sie, wir schenken dem Kerl $180.000? Du Idiot, halt gefälligst den Mund. Also was ist? Los jetzt! Raus mit der Sprache! Wo wollten Sie hin? Wo ist er? Schämen Sie sich nicht, eine Dame so zu behandeln? Wenn Sie mich suchen, hier bin ich. Thank you.
Sie wissen wirklich, wo er steckt? Ja, ich glaube, ich weiß es. Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass er auf der Insel ist? Man macht doch manchmal was aus für den Notfall, nicht? So ein Ding müsste man haben, dann wären wir viel schneller da. Sag mal, was mit dem Kahn da unten? Ach, glaubst du, Neil hat für die Fahrt eine ganze Crew angeheuert? Ja, es kam mir auch ein bisschen groß vor, aber man fragt ja mal. Er muss jedenfalls noch irgendwo hier in der Nähe sein. Geh über jeder Bucht so tief wie möglich runter. Danke. Ist nicht schlecht. Kennen Sie Nils Familie? Ja, ich war mal dort. Seine Eltern wohnen in der Nähe von Alice Springs. Sie haben nicht sehr viel Geld. Dann wird es Ihnen wahrscheinlich nicht leicht fallen, sein Studium zu finanzieren. Eben. Und deshalb versucht er ja auch immer, sich was nebenbei zu verdienen. Und da übernimmt er sich manchmal. Warum setzen Sie sich eigentlich so für ihn ein? Ich weiß nicht. Schließlich ist er in einer heiklen Lage. Tut mir irgendwie leid. Ich glaube nämlich nicht, dass die viele Worte machen, wenn die ihn wirklich schnappen. Nein, ich auch nicht. Deshalb mache ich mir auch solche Sorgen. Wir sind übrigens heimlich verlobt. Ist irgendwas? Habe ich was Dummes gesagt? Überhaupt nicht. Ich habe nur an meine Frau gedacht. Sie ist drüben in Los Angeles mit dem Wagen verunglückt vor ein paar Monaten. Sie erinnert mich an sie. War sie auch von hier? Ja. Ich bin 58 schon mal hier gewesen. Da habe ich sie kennengelernt und dann gleich mit rübergenommen. Sie kennen doch meinen Partner von Charterboat. Das ist mein Schwiegervater. Barney Duncan. Er ist kein Geschäftsmann, er hat sich ziemlich rumgequält. Na, und da habe ich die Sache mit übernommen. Ich wollte eigentlich wieder rüber, aber ich komme hier nicht los. Der Kahn kann sich doch nicht in Luft auflösen. Sind wir denn blind? Wahrscheinlich ist er nach Süden runter. Er hat Kurs nach da rübergenommen, ich hab's doch gesehen. Eddie, da ist das Boot schon wieder. Willst du es dir nicht mal ansehen? Na sowas, das Mädchen und Andrews. Das werden wir gleich haben. Ach, komm, lass das sein. Die zeigen uns den Weg. Die fliegen so ziellos rum. Was soll das eigentlich? Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass die so ziellos rumfliegen. Im Gegenteil. Das sind doch nicht etwa die beiden? Ist schwer zu erkennen. Jedenfalls müssen wir darauf gefasst sein. Das da? Akula, stimmt, so heißt es.
Und keine Spur von dem Jungen? Mag nicht so blöd, was erwartest du? Mach einen Bogen um das Haus rum und geh gleich auf dem Feld darunter. Sicher, nicht wahr? Lass das Messer fallen. Wo hast du das Geld? Und versuch uns nicht aufs Glatteis zu führen. Ich hab's versteckt. Hierin? Oder vielleicht auf dem Boot? Wenn ich es Ihnen sage, kassieren Sie es und legen mich um. Du schätzt uns völlig falsch ein. Okay, du hast uns zwar ganz schön rumgehetzt, aber ich mach trotzdem ein Geschäft mit dir. Ein Geschäft? Du sagst uns, wo du die 180.000 versteckt hast und du darfst 10 behalten. Ich würde mich nie im Leben auf ein Geschäft mit Ihnen einlassen, nicht mal für die Hälfte. Ihr Wort ist so hohl und leer wie viele von Albertos Tonkrügen. Ich würde nie dran denken. Wie du willst. Wir können uns auch weniger gemütlich unterhalten. Wo ist das Geld? Hier oder im Boot? Ich guck mir das Boot an. Tob du dich hier aus, so viel es dir Spaß macht. Gewesen sein, nachdem ich sein Zimmer durchsucht hatte. Das Bild von seiner Freundin stand nämlich in seinem Zimmer. Ich kann mich genau an den Rahmen erinnern. Du hast das Geld bei meinem Onkel in der Töpferei versteckt. Stimmt, er versucht es ja nicht mal abzuleugnen. Ein Jammer, dass du auf deinen Anteil verzichtet hast. Tut mir wirklich sehr leid für dich, mein Junge. Los, runter! Ich glaube, ja. Das ist Moss Andrews. Ich habe Ihnen eine ganze Menge zu verdanken. Halb so schlimm. Wo sind die zwei? Die sind abgehauen. Schnelle Deckung. Ganz runter. Die kommen nicht wieder. Haben Sie das Geld gefunden? Nein, aber Sie wissen jetzt, wo es ist. Wo denn? In Albertos Töpferei. Ich wollte es nicht etwa behalten. Ich wusste nur nicht, wohin damit. Ach, es ist vollkommen aussichtslos. Wir schaffen es nicht vor Ihnen. Einen Moment mal, da fällt mir was ein. Sie könnten sie vielleicht um ein paar Minuten schlagen. Ach was. Ich hatte voriges Jahr einen Tick mit Tragflächenboden.
Das ist ziemlich schnell. Warum stehen wir denn dann noch hier rum? Wir machen ungefähr 30 Knoten. Die sind längst dort. Naja. Mal sein Zimmer vor. Los, komm schon. Versteckt haben. Vielleicht im Garten. Ach. So hohl und leer wie viele von Albertos Tonkrügen, hat er gesagt. Überleg mal, was das heißt. Jody, Sie bleiben am Boot. Was macht ihr denn da? Seid ihr wahnsinnig geworden? Neil, war noch mal hier. Man sollte dich umbringen, wenn er noch mal hier war. Ich warne dich. Nimm dich in Acht. Ja, er hat was hier bei dir versteckt. Gib es sofort raus. Halt! Kann... Lassen Sie ihn los. Vorstelle, dass sowas mein Neffe ist. Tja, seine Verwandten kann man sich eben leider nicht aussuchen. Seien Sie mir nicht böse, Alberto. Im Grunde bin ich an allem schuld. Es geht um eine Menge Geld, das ich hier bei Ihnen versteckt habe. Ich weiß, mein Junge. Haben Sie es gefunden? Ja, habe ich. Ganz zufällig. Ich fürchte allerdings, es ist nicht mehr zu verwenden. Nur noch als Beweismaterial. Ein Brennofen ist nie ein sicheres Versteck. Das musst du dir ein für alle Mal merken. Nur vereinzelte Böen. Ende der Durchsage. Okay, vielen Dank. Verstanden. Ende. Also, manchmal kommt doch ein Boot heil zurück. Ach, sowas freut einen was. Dieser Revier hat Pech gehabt. Sie haben ihn vom Bord geholt. Er wird ein paar Jahre kriegen. Wegen einer Handvoll Asche. Ich glaube, du kennst Judy Blenderlys schon. Und das ist Neil. Ich habe mich entsetzlich dumm benommen. Ich muss mich bei Ihnen beiden entschuldigen. Tja, so kann man manchmal reinstolpern. Ich habe mir alles damit vermasselt. Auch mein Medizinstudium kann ich an den Nagel hängen. Ja, das weiß ich nicht so genau. Sie wollen ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen und dann sollen Sie wiederkommen, hat Ihr netter Professor gesagt.
Was machen Sie in der Zwischenzeit? Was soll ich da... Barney, hast du mir nicht vor ein paar Tagen gesagt, dass wir hier noch jemanden brauchen könnten? Wieso denn? Weiß ich doch nicht. Du bist doch drauf gekommen. Ich? Du hast gesagt, wir schaffen es nicht allein. Das habe ich gesagt? Ach so. Und ich finde, Neil wäre gerade der Richtige. Meinst du nicht? Außerdem könnte er das Geld, das er dabei verdient, gut für sein Studium brauchen. Was sagen Sie dazu? Sie würden mich trotz allem nehmen? Reiner Personalmangel. Ich würde schnell Ja sagen. Willkommen an Bord. Ja, also ahoi dann. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Fahren Sie weit? Ja, warum? Können Sie mich ein Stück mitnehmen? Sie wollen mitfahren? Ich habe wohl nicht richtig verstanden. War ja nur eine Frage. Warum machen Sie gleich eine Staatsaffäre draus? Wenn Sie nicht wollen, sagen Sie es. An sich habe ich nichts dagegen, dass jemand mitfährt. Und was haben Sie gegen mich? Wenn ich Sie mir so ansehe, nichts. Aber ich fahre heute nur noch ein Stück. Ich will Freunde besuchen. Es genügt, wenn Sie mich bis zur Kreuzung an der Hauptstraße mitfahren lassen. An sich gern. Und was macht der Gaul? Der findet allein heim. Also gut. Würden Sie bitte noch einen Augenblick warten? Ich hab's nicht eilig. Hallo, Helen. Guten Tag, Jack. Ich habe mich verspätet. Oh, heute bin ich darüber ganz froh. Oh, wieso das? Nur so, vergessen wir's. Guten Tag. Guten Tag. Hier, für Sie. Wetten, dass ich weiß, was drin ist? Sie haben gewonnen. Tja, dann fahre ich weiter. Wir sehen uns morgen. Wiedersehen, Jack. Wiedersehen und viel Glück. Auf Wiedersehen, Mister. Fertig, wir können fahren. Einsteigen müssen Sie noch. Haben Sie es bequem? Ja, vielen Dank. Ich rauche nicht. Wohin fahren Sie denn? Irgendwohin. Das ist ein ziemlich großer Ort. Und woher kommen Sie? Aus Sydney. Wenn ich dort leben würde, würde ich nicht weggehen.
Wirklich? Ich habe dort Klaustrophobie gekriegt. Ach, ist es besser, wenn Sie hier Platzangst dazu sagen. Warum? Sonst gelten Sie hier als verrückt oder aufgeblasen. Vielleicht hätte man damit gar nicht so unrecht. Was war denn in dem Paket drin? Nichts Besonderes. Ein Kleid. Und das haben Sie sich nicht angesehen? Nein, warum? Das hat Zeit bis morgen. Gehört Helen. Tag, Mrs. Ryan. Immer noch nichts von Helen gehört? Nein, leider nicht. War Wally hier? Nein. Sie haben gesagt, Sie wollen sich bei Smith treffen und dann noch mal unten am Fluss nach ihr suchen. Die arme Mrs. Smith. Ausgerechnet ihre Helen muss es erwischen. Ein Mädchen, das noch nicht eine Nacht von zu Hause weggeblieben ist. Guten Morgen. Tag. Sie sind spät aufgestanden, haben das Mittagessen verpasst. Es macht nichts. Kann ich meine Rechnung kriegen? Aber Sie haben gestern Abend doch auch nichts gegessen. Du musst dich beeilen, weil Smith warten schon einige. Ich weiß, will nur schnell was trinken. Danke, mein Schatz. Ich glaube nicht, dass wir sie noch finden. Wirklich? Mhm. Jack, der Postbote, hat sie gestern Abend unterwegs getroffen, wie sie mit einem Fremden sprach. Mit einem Fremden? Mhm. Merkwürdiger Kerl, hat er gesagt. Das ist ja furchtbar. Tja, es scheint sie erwischt zu haben. Prost. Ich muss wieder was tun. Kann ich jetzt bitte meine Rechnung kriegen? Ich weiß, was ich mit so einem Kerl machen würde, wenn ich ihn erwische. Ich auch. Sieben, acht und zwei sind zehn. Danke. Wer ist das? Als ich kam, hat er sich mit ihrer Helen unterhalten. Sie stand mit ihrem Pferd da und er saß im Wagen. Ich habe ihn bis jetzt noch nie gesehen. Obwohl ich beide sehr herausfordernd ansah, hat sie mich nicht vorgestellt. Dann habe ich mir ihn vorgenommen und sagte guten Tag. Aber der Bursche konnte mir nicht eine Sekunde in die Augen schauen. Ist doch typisch, was? Was hat der Kerl mit meiner kleinen Helen gemacht? Ich doch, beruhige dich. Ah? Hier ist Smith. Geben Sie die Hoffnung nicht auf, Mrs. Smith. Wir können Sie immer noch finden. Ja, frag dich nur, in welchem Zustand. Ja, was sagen Sie? Wer macht so etwas? Was sind das für Menschen? Nicht so laut, ich verstehe ja nichts. Wo bist du jetzt, Wally? Im Hotel von Hudson's. Der Kerl könnte es sein, er hat heute hier übernachtet. Sie haben ihn gefunden. Wie sieht er denn aus? Oh, es ist einer von diesen affigen Stadtfreaken. Ungefähr 150 Pfund schwer, hat glattes, dunkles Haar und blaue Augen. Ja, blaue Augen. War es ein Stadtfreak? Ja. Schwarzes Haar? Ja. Blaue Augen? Ja. Wally, hier spricht Jack. Weißt du, was er für ein Auto hat? Ein Kombiwagen, hellblau. Er ist ziemlich neu, mit einem Dachgepäckträger. Er muss es sein. Wally, Jack meint, er ist es. Ich sag's ihm. Ach, Sie sind's. Geben Sie mir Wally. Wally, lass ihn nicht abhauen. Er ist schon weg, aber wir kriegen ihn. Musik.
Sie sollen stehen bleiben! Los, fahren Sie auf die Seite! Verschwinden Sie! Halten Sie sofort an! Was soll denn der Quatsch? Sie kommen mit. Warum? Was wollen Sie denn? Ich hab gesagt, mitkommen! Lassen Sie mich sofort los! Du tust, was wir sagen! Hände weg! Jetzt reicht es mir langsam. Das darf nicht wahr sein. Hallo? Ja, ich bin dran. Ihr habt ihn. Gut, wir kommen gleich. Wisst ihr seinen Namen? Gut, bis gleich. Der Mann heißt James Barrow. Wir müssen Blue verständigen. Oh Gott, der arme Blue. In ein paar Minuten sollten die beiden getraut werden. Warum musste das alles geschehen? Du gehst mit deinen Leuten Richtung Mangrove. Kommt, Jungs. Und wir gehen flussabwärts. Beeilt euch! Hey, Blue, Sie haben ihn geschnappt! Ja? Wo ist er? Sie haben ihn ins Hotel gebracht. Hoffentlich habt ihr den richtigen. Es gibt keinen Zweifel daran, die Beschreibung, das Auto, alles stimmt. Es ist der Kerl, der Helen gestern angequatscht hat. Ich hab die Polizei schon verständigt. Lass die Polizei aus dem Spiel, den übernehme ich. Nicht doch, Blue, du machst dir nur Schwierigkeiten. Das ist meine Sache. Los, beeilt euch! Warte, Blue, sei vernünftig. Lass den Mann in Ruhe, das ist die Sache der Polizei. Ach was. Blue, mach keinen Blödsinn! Los, schnell ins Hotel, steigt auf! Hallo! Guten Morgen. Ich möchte gern tanken und außerdem brauche ich ein paar Lebensmittel. Hey! Hat sich schon rumgesprochen, dass Sie ihn haben, eh? Er kann was erleben. Er lässt in Zukunft die Finger von einer Leute besorgen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob das war. Daran gibt's überhaupt keinen Zweifel. Da drüben steht er im hellen Anzug. Wally bewacht ihn. Ist er das, Jack? Na ja. Dem werden wir's. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Was soll dieser Unsinn? Rufen Sie die Polizei. Die kommt gleich, aber vorher unterhalten wir uns. Wer sind Sie? Er wollte das Mädchen heiraten. Heute früh. Könnte mir vielleicht jemand erklären, was der Blödsinn hier zu bedeuten hat? Oh, er hat keine Ahnung. Nein, nicht die geringste. Sie haben gestern meine Braut im Auto mitgenommen. Was haben Sie mit ihr gemacht? Es geht um die Kleine, jetzt verstehe ich. Sie ist leider nur bis zur Kreuzung an der Hauptstraße mit mir gefahren. Lügen Sie doch nicht so. Es ist die Wahrheit. Sie sagte, sie will Freunde besuchen. Aber sie hat es nicht getan. Das kann ich dafür, ich bin doch nicht hier aufpassen. Ich werde mich gleich. So, und jetzt raus mit der Sprache. Was hast du mit ihr gemacht? Nichts, ich habe sie an der Kreuzung abgesetzt. Aufhören! James Barrow? Ja, das bin ich. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. So? Warum?
Ihr verschwindet erstmal hier. Darf ich bitten? Hat er schon was gesagt, Blue? Nein, aber er hätte, wenn Sie nicht dazwischen gekommen wären. Er redet schon noch. Telefon für Sie, Rex. Hier ist Flint. Ja. Ja, genau, James Barrow heißt er. Ja? Können Sie mir genaueres sagen? Aha. Wann war das denn? Sehr interessant. Okay, rufen Sie mich an, wenn Sie noch mehr erfahren. Danke. Sie sind James Barrow aus Rushcutters Bay in Sydney? Ja, das bin ich. Sie hatten ein Feuer auf Ihrer Yacht. Sie ist ausgebrannt. Ja, das ist richtig. Es war vor 14 Tagen. Dabei kam Ihre Frau ums Leben. Ja. Er hat seine Frau umgebracht. Habt ihr gehört, er hat seine Frau umgebracht. War das Boot versichert? Na, selbstverständlich. War Ihre Frau auch versichert? Und wenn ja, was dann? Hören Sie, Barry, ich bin Polizeibeamter im Dienst. Lassen Sie gefälligst Ihre dummen Bemerkungen. Wenn ich Sie etwas frage, dann geben Sie mir eine klare Antwort. Meine Frau hatte nichts mit dem Feuer zu tun. Das sagen Sie. Wo waren Sie, als das Feuer ausgebrochen ist? Gehen Sie zum Teufel! Los, ihm nach! Macht Platz! Kommt, wir müssen die Kerle wissen! Gib mir ein Gewehr! Jack, wart Leute auf! Smith, fahr mit! Ich warte auf der Wache! Ja, wir machen das schon! Wally und Clem, ihr fahrt mit mir! Ja! Hey, Smitty! Es können sich auch ein paar am Boot von mir nehmen! Nicht nötig! Hey! Ja? Ich bin der Mann, der mit seinem Boot an Ihrem Steg liegt. Was wollen Sie denn? Vermutlich tanken. Können Sie nicht warten? Nein, ich hab's eilig. Was war denn das für ein Auflauf? Sie wollen einen Mörder festnehmen. Wen hat er denn ermordet? Die kleine Helen Smith. Wie ist denn das passiert? Weiß nicht, Sie haben die Leiche noch nicht gefunden. Woher wisst ihr dann, dass sie tot ist? Weist alles darauf hin. Sie wurde zum letzten Mal mit dem Kerl gesehen, seitdem ist sie spurlos verschwunden. Und deshalb muss das gewesen sein? Na klar, wir haben ihn schon gehabt, aber er ist leider wieder abgehauen. Na, weit kommt er nicht. Warum verdächtigt ihr ihn? Weil er verrückt ist. Hat auch seine Frau vor 2 Wochen umgebracht. Wie viel Sprit wollen Sie? Tanken Sie voll, außerdem hätte ich gern Proviant. Suchen Sie sich drin was aus. Bis dahin bin ich fertig. Ah. Wollen wir uns mal das Boot ansehen? Ist der Tank voll? Ja. Bis zum Stehkragen. So. Das sind 12 Corned Beef, 12 Suppen, 6-mal Schinken, 6 Gemüse und 258 Liter. Das macht $35. Die Lebensmittel kosten $15.10. Mit dem Sprit sind das genau 31,50. Merkwürdig. Habe ich mich verrechnet? Verrechnet, hm? Was ist es für Sie? Ganz flotten Dampfer haben Sie da, gehört er Ihnen? Dem Bootsverleih, an dem ich beteiligt bin. Aha. Wo fahren Sie denn hin? Sydney. Werden Sie denn mit dem Superschlitten da alleine fertig? Ich hoffe es. Wiedersehen und gute Fahrt. Wiedersehen.
Nanu? Ist das nicht meine Kanone? Ich will keine Schwierigkeiten. Das ist gut, ich will auch keine haben. Deswegen muss ich wieder nach oben. Das ist mit Schiffen nämlich sehr komisch. Die brauchen jemanden, der sie steuert. Wohin fahren Sie? Sydney. Das reicht mir. Das glaube ich nicht. Es gibt dort nämlich auch Polizei. Nicht da, wo ich aussteige. Wann sind wir dort? Das kann ich Ihnen leider erst bei der Ankunft sagen. Was ist eigentlich los mit Ihnen? Passen Sie auf, wie ist Ihr Name? Barrow. Ich bin seit 4 Tagen auf diesem Schiff allein. Ich würde mich gerne mal wieder unterhalten. Sie sollten sich da nicht einmischen. Vermutlich haben Sie recht. Ich will mir nur schnell was zu trinken. Stehen bleiben. Ich habe Durst, wie wär's, wenn Sie für uns beide was zu trinken raufbringen. In der Kombüse ist der Eisschrank. So, Barrow, nun darf ich Sie bitten, auszupacken. Also, was war los? Warum sind Sie geflohen? Ich habe einfach durchgedreht, weil er meine Frau ins Spiel brachte. Wohin fahren wir jetzt? Woher wir kamen. Sie glauben also auch, ich hätte die Kleine getötet. Das habe nicht ich zu entscheiden. Aber wenn Sie es nicht waren, ist doch nichts zu befürchten. Haben Sie denn den Mob dort nicht gesehen? Was haben Sie gegen die Leute? Ich würde sagen, das ist umgekehrt. Die haben mich niedergeschlagen. Sie sind voreingenommen und engstirnig. Die behaupten einfach, ich wäre ein Mörder. Wo suchen wir jetzt? Wir nehmen uns den Uferstreifen vor. Die Hunde gehen voraus. Die hängen mich auf, wenn die Kleine wirklich tot ist. Ob ich es war oder nicht, ist denen völlig egal. Gehen Sie mal ans Ruder. Halten Sie das Schiff auf diesem Kurs. Aber dann fahren wir doch genau auf die Insel zu. Stimmt. Es wird gefährlich, wenn ich diesen Kurs noch länger halte. Ich übernehme wieder. Zum Glück haben wir gutes Wetter. Ich werde Sie auf der Insel absetzen, Barrow. Dann fahre ich zurück nach Mangrove Creek und überprüfe, was dort los gewesen ist. Wenn das wahr ist, was Sie sagten, komme ich wieder zurück und bringe Sie nach Sydney. Andernfalls werde nicht ich, sondern die Polizei kommen. Hier ist Wasser und Proviant. Es wird reichen, bis Sie wieder von mir hören. Gehen Sie jetzt vor zum Bukok. Noch etwas, Barrow. Es ist besser, wenn Sie hier keine Schwimmversuche machen. In diesen idyllischen Gewässern wimmelt es nämlich von Haifischen. Sind Sie fertig? Hä? Runter! Verstecken Sie sich! Es darf Sie niemand sehen. Wenn hier nämlich Boote aufkreuzen, kommen sie aus Mangrove Creek. Geht in Ordnung. Ich danke Ihnen, Mister. Zum Bedanken ist noch kein Grund. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Das brauchen Sie mehr als ich.
Was ist los? Warum kommen Sie denn wieder zurück? Ich habe das Gefühl, dass mit der Maschine irgendwas nicht stimmt. Wir haben einen guten Mechaniker hier, Faulers. Den brauche ich nicht. Ich brauche nur ein paar Ersatzteile. Euren Mörder schon geschnappt? Nein, aber der kommt nicht weit. Wir haben alle Fluchtwege abgeriegelt. Hm. War ein netter Kerl, die Helen. Wollte heute übrigens heiraten. Es tut mir leid. Wen denn? Louis Hudson. Der arme Blue. Er ist am Durchdrehen. Wenn der diesen Barrow erwischt, dann bringt er ihn eigenhändig um. Kann ich mir vorstellen. Stammt ihr klein aus Mangrove? Die Eltern haben vom Ort eine Farm. War wohl für sie ein ziemlicher Schlag, hm? Ja, es hat die beiden furchtbar mitgenommen. Übrigens, wegen der Ersatzteile muss ich vermutlich nach Newcastle. Wissen Sie, wo man sich einen Wagen leihen kann? Ja, bei Fowler. Der hat auch ein Autoverleih. Danke. Kann ich mein Schiff hier liegen lassen? Aber sicher, Mister. Hey, Ben! Hä? Pass auf, ob du den Burschen siehst! Okay! Tag. Guten Tag. Ich würde mir gerne Ihren Wagen ansehen, wenn Sie erlauben. Warum nicht? Noch keine Spur von ihm? Nein, aber er wird nicht weit kommen. Wir haben sämtliche Straßen abgeriegelt. Sehr gut. Sie können weiterfahren. Armes Kind. Sie hat uns immer nur Freude gemacht, ist nicht eine Nacht weg gewesen. Sie war die beste Tochter, die sich eine Mutter wünschen kann. Entschuldige bitte, Liz, es will mich jemand sprechen. Ich rufe dich später zurück. Guten Tag, Madame. Gibt es irgendwas Neues? Was Neues? Wenn Sie... Ich meine, wegen meiner Tochter, wegen Helen. Ach, Sie meinen das Verschwundene... Mhm. Oh, Sie sind wohl Mrs. Smith. Ja, ich bin Helens Mutter. Nein, Neuigkeiten habe ich nicht, Madame. Es tut mir furchtbar leid für Sie. Haben Sie vielen Dank, Mr. Moss Andrews. Es sind alle sehr mitfühlend, das ist ein Trost. Ja. Es tut mir leid, Sie unter diesen Umständen überfallen zu haben, aber mein Wagen fing an zu kochen. Ich brauche etwas Kühlwasser. Aber selbstverständlich, Mr. Andrews. Ich hole Ihnen gleich welches. Hoffentlich mache ich Ihnen keine Umstände, Mrs. Smith. Wird der Cook hier reichen? Aber ja. Ziemlich ruhig hier draußen. Mhm. Wäre es nicht möglich, dass es Ihrer Tochter zu ruhig war und sie ist davongelaufen? Sie wissen ja, wie Mädchen in diesem Alter sind. Einfach weggelaufen, meinen Sie, unsere Helen? Unmöglich. Sie wissen nicht, wie sie mich liebte. Eine sehr große Rolle spielt dabei selbstverständlich, dass ich eine so junge Mutter bin. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Sie wissen, sie, wer uns nicht kannte, hielt mich immer für ihre ältere Schwester. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ganz sicher, Helen wäre nie weggelaufen. Schon, um mir nicht weh zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, was für ein braves Mädchen sie war, Mr. Andrews. Und klug ist sie gewesen. Ihre Lehrerin, Mrs. Finch, hat gesagt, sie wäre die intelligenteste aus der ganzen Schule. Sie sollte sogar für ein Universitätsstudium in Sydney ein Stipendium bekommen, aber darauf hat sie mir zuliebe verzichtet. Sie würde mich hier niemals allein lassen. Sie weiß genau, wie einsam es hier draußen sein kann, wenn die Männer oft tagelang weg sind. Die Strafe für einen Menschen wie diesen gemeinen Mörder Barrow kann überhaupt nicht hart genug sein, oder sind Sie anderer Ansicht? Nein. Wie ich hörte, ist sie ein sehr hübsches Mädchen gewesen. Vermutlich waren die Jungs furchtbar hinter ihr her. Darauf hat sie keinen Wert gelegt. Sie war seit 2 Jahren die Braut von Blue Hudson. Von ganz Mangrove Creek ist sie beneidet worden. Den wollten alle Mädchen hier haben. Die meisten umwarben ihn sehr schamlos. Naja, ist ja auch kein Wunder. Schließlich gehört ihm das ganze Weideland von hier bis Martin Flats. Und dann die große Mühle am Fluss, ein Sägewerk, das Hotel, einige Läden. Und Gott weiß was noch alles. Er ist auch unser Bürgermeister seit einigen Jahren. Meine arme kleine Helen. Sie wäre ihm eine sehr gute Frau geworden. Und mit meiner Hilfe... Dieser Mörder machte alles kaputt. Wer war das denn? Ein Yankee? Wie sah der Mann aus? Im Steinbruch auch nichts gefunden? Nein, ich war selber oben. Und im Schulgebäude? Auch nichts. Ach, Wally scheint auch eine Niete gezogen zu haben. So, die Jungs wollen die Suche aufgeben. Was? Damit er abhauen kann. Wir sind seit Stunden unterwegs. Haben alles durchgekämmt. Sie meinen, er ist schon weg. Unmöglich. Bring ihnen was zu essen und sag, sie müssen weitersuchen. Sind Sie Blue Hudson? Ja. Was wollen Sie von mir?
Ich bin Moss Andrews. Habt ihr den Mörder schon gefunden? Nein. Wo kann der nur stecken? Wie ich hörte, wollten Sie das Mädchen heute heiraten. Ja, das wollte ich. Tut mir furchtbar leid für Sie. Vielen Dank. Na, wär's nicht möglich, dass die Kleine kalte Füße gekriegt hat? Und mich sitzen ließ, meinen Sie? Sowas kommt schon mal vor. Sie wissen doch, wie die Mädchen heute sind. Würden Sie mich bitte entschuldigen, ich bin beschäftigt. Tut mir leid, dass ich Sie ein paar Minuten aufhalte, aber ich habe gehört, sie wurde gesehen, wie sie im Auto eines Fremden die Stadt verlassen hat. Tun Sie mir einen Gefallen und ziehen Sie Leine. Nichts für ungut. Ich habe Ihnen nur einen Tipp geben wollen. Was macht der Kerl hier? Er war eben auch bei mir zu Hause. Was wollte er da? Er hat meine Frau über Helen ausgefragt. Interessant. Was kann ich für Sie tun, Mr. Andrews? Man hat mir gesagt, Sie hatten meine Schülerin namens Helen Smith. Warum fragen Sie das? Ich möchte gerne ein paar Auskünfte über Sie haben. Wieso? Sind Sie Polizist oder Detektiv? Nein, ich bin nur zufällig hier. Ich wollte mein Boot auftanken. Und dabei habe ich erfahren, dass... Ich glaube nicht, dass Sie zu Ihren Fragen berechtigt sind. Genau gesehen ist es richtig. Dann beantworte ich Ihnen noch keine. Es wäre aber besser, wenn Sie es tun würden. Ach, und warum? Die Leute hier sind davon überzeugt, dass Helen Smith irgendwas Furchtbares passiert ist. Obwohl sie überhaupt nicht wissen, wo sie ist. Ich habe keine voreiligen Schlüsse gezogen. Freut mich, das zu hören. Ich danke Ihnen. Trotzdem glaube ich nicht, dass Sie zum Fragenstellen berechtigt sind. Die Menschen hier sind davon überzeugt, dass sie von einem Mann namens Barrow ermordet worden ist. Sie wissen, was ihm passiert, wenn sie ihn erwischen, und dass sie dann ebenso wie ich dafür die Verantwortung haben. Zumindest moralisch, Miss Finch. Wissen Sie, dass soeben Ihr Boot durchsucht wird, Mr. Andrews? Ich komme wieder. Er ist eben gekommen. Darf ich fragen, was Sie auf meinem Schiff wollen? Wehe, wenn Sie mich anfassen. Sind Sie Moss Andrews? Was haben Sie auf meinem Schiff verloren? Hier stelle ich die Fragen, Mr. Andrews. Nein, Sie werden antworten. Was machen Sie hier ohne Durchsuchungsbefehl? Sie haben wir gesucht, Mr. Andrews. Ich bin nicht schwer zu finden. Wer von Ihnen ist in mein Schiff eingebrochen? Es war nicht abgeschlossen. Hören Sie mal zu, Andrews. Sie haben hier gegen 14 Uhr angelegt, haben vollgetankt und für ungefähr 15 Dollar Verpflegung gekauft. Dann fuhren Sie weiter Richtung Sydney. Ja, das stimmt. Eine Stunde später waren Sie wieder hier. Ist das verboten? Haben Sie nicht das Skipper erzählt, Sie hätten Ärger mit der Maschine? Sie müssen sich schon einen besseren Grund einfallen lassen für Ihr Wiederkommen. Was wollt ihr von mir? Während Sie hier waren, ist Barry entkommen. Was geht das mich an? Er hatte keine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Außer auf meinem Schiff, hm? Genau. Aber er war nicht drauf. Tut mir sehr leid, dass ich Sie enttäuschen musste. Vielleicht haben Sie ihn ein Stück weiter wieder abgesetzt. Einen halbverrückten Mörder? Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Beantworten Sie bitte meine Fragen, Andrews. Na schön, ich bin also wieder zurückgekommen. Und was bedeutet das? Auch darauf möchte ich eine Antwort haben. Sie machen zu viel Wind. Ehe Sie von mir noch eine Antwort bekommen, fahren Sie nach Newcastle und holen sich einen Haftbefehl. Möglicherweise tue ich das. Und möglicherweise wäre das Zeitverschwendung. Meinen Sie? Als er vorhin wieder abgefahren ist, da hat er bei mir für 15 Dollar eingekauft. Jetzt ist davon ein Drittel weg. Haben Sie das etwa schon gegessen? Dann würde ich so aussehen wie Sie. Ich musste jemandem helfen. Ach, Sie wissen sicher, wem Sie geholfen haben. Das sage ich Ihnen nur, wenn Sie mit einem Haftbefehl kommen. In einer Stunde bin ich wieder da. Fein. So, Gentlemen, und nun zu Ihnen. Verlassen Sie sofort mein Schiff, Sie schnüffeln lange genug drauf rum. Wollen Sie unbedingt Schwierigkeiten haben? Schon möglich. Ich kann Sie mir ohne Erlaubnis aus Newcastle vornehmen. Wollen Sie mich verprügeln, wie Sie den anderen verprügelt haben? Ohne jeden Grund? Sie scheinen ihn doch versteckt zu haben. Ziehen Sie schon wieder mal voreilige Schlüsse? Ich verstehe Sie nicht. Wollen Sie einen kaltblütigen Mörder schützen? Mörder hasse ich wie Sie. Und jetzt erlauben Sie wohl, dass ich auf mein Schiff gehe. Ach, die Konserven bitte. Oder soll ich sie nochmal bezahlen? Wurde auf Sie schon mal wegen unbefugten Eindringens geschossen? Mr. Andrews? Ah, Miss Finch, kommen Sie bitte runter. Danke. Durch Sie bin ich in einer furchtbaren Situation. Selbstverständlich ist das nicht Ihre Schuld. Wie wäre es denn, wenn Sie erst mal Platz nehmen würden? Nein, danke.
Wie fange ich nur an? Helen Smith war ein besonders kluges Mädchen. Mit einer großen Zukunft, wenn ihre Mutter ihr nicht aus purem Egoismus alle Möglichkeiten verbaut hätte. Wissen Sie, Helen hat mich ab und zu mal besucht. Sie war im Grunde furchtbar unglücklich. Ein Mensch voller Wissensdurst. Aber sie konnte nichts daraus machen, weil ihre Eltern kein Verständnis für sie zeigten. Und deshalb wollte sie weg. Und ich muss gestehen, dass ich ihr vorgestern Geld geliehen habe. Wie viel haben Sie ihr geliehen? Naja, ich habe selber nicht viel. Aber es war genug, um damit nach Sydney zu fahren und sich dort um irgendeine Arbeit zu kümmern. Ich weiß, dass ich zu so einer Einmischung kein Recht habe, aber das arme Mädchen tat mir einfach leid. Und nun wird ihre Mutter davon erfahren und bringt sie wieder zurück. Und dann verkümmert die arme Helen hier. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Auskunft, aber damit kann ich Barrow leider nicht helfen. Wissen Sie, wo sie in Sydney wohnt? Leider nicht, Mr. Andrews. Aber sie will mich, sobald sie eine Wohnung hat, anrufen. Sie wird sicher bald eine finden. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen im Augenblick nicht mehr helfen. Aber nicht doch. Sie haben mir geholfen. Charterboot? Ja? Ja, gibt's dich denn noch? Wo steckst du, Boss? Wir brauchen dich hier. Hör zu, Cole. Ich habe keine Zeit, um lange zu quatschen. Ist Bill Hemsworth noch da? Sir William Hemsworth, meinst du? Der ist gerade dabei, seine Wanderer aufzutakeln. Hol ihn ans Telefon, bevor er losfährt. Es ist sehr dringend. Okay. Ahoi, Wanderer! Was ist los? Dringendes Telefongespräch, Sir William. Ich komme. Hallo? Sind Sie's, Bill? Wo stecken Sie denn, Moss? In Sydney? Nein, ich bin irgendwo an der Küste. Sie müssen mir unbedingt einen Gefallen tun. Herr Sim, rufen Sie mich heute Abend wieder an. Ich will gerade mein neues Großdeckel ausprobieren. Es ist dringend. Heute Abend ist es zu spät. Bill, was nützt mir ein Freund, der Besitzer von zwei Zeitungen und ein paar Sendern ist, wenn er mir nicht hilft, falls ich ihn mal brauche? Na, nun seien Sie mal friedlich. Was ist denn los? Ich helfe Ihnen ja, wenn ich kann. Wo sind Sie eigentlich? Ich bin in Dings in einem... Mangrove Creek. In Mangrove Creek. Mangrove Creek? An welchem Ende der Welt ist das? Hier wird ein junges Mädchen vermisst. Sie müssen sie finden für mich. Wie heißt sie? Helen Smith. Helen Smith? Jawohl. Die Sache ist sehr wichtig, Bill. Lassen Sie sie über Ihre Funk- und Fernsehsender und in Ihren Blättern auffordern, sich zu melden. Wenn ihr sie nicht auftreibt, wird hier jemand eine Menge Schere reinbekommen. Tun Sie mir den Gefallen, Bill? Mal sehen. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Wenn ich das Mädchen für Sie finde, dann müssen Sie, die Wanderer, in der Hobart-Regatta für mich segeln. Lassen Sie jetzt Ihre Witze, Bill. Na gut, wir können ja darüber noch reden. Ich nehme Sie beim Wort. Gut. Wiederhören. Warte! Es ist jemand auf der Möweninsel! Was? Hast du ihn gesehen? Nein, aber seine Fußspuren am Strand. Außerdem hat eine Menge Zeug dort rumgestanden. Eine Wasserflasche, Büchsen. Büchsen? Ja, sie waren alle noch zu.
Gut, Ben, du wirst niemandem was davon sagen. In Ordnung. Fahr zurück! Können einen Menschen nicht zusammenschlagen auf einen bloßen Verdacht hin. Können Sie beweisen, dass er der Mörder ist? Warum ist er geflohen? Er lässt sich schon gerne umbringen. Du Schwein verdienst nichts Besseres. Solange ich hier bin, rühren Sie nicht an. Das ist ein kleiner Irrtum. Und jetzt werden wir zurückfahren. Komm, Freundchen. Alles in Ordnung, Blue? Wir sprechen uns noch. Du, die haben wir ja gefunden. Siehst du? Hey, wo wollen Sie denn hin? Soll das etwa heißen, ich bin verhaftet? Was dachten Sie denn? Mit welcher Begründung? Verbergen eines Verbrechers, Widerstand gegen die Staatsgewalt, tätlicher Angriff und Verdacht auf schwere Körperverletzung. Mhm. Was ist denn das? Mein Chef vermutlich. Wird sich mit Ihnen unterhalten wollen. Thank you.
Hallo, Moss. Hallo, Bill. Du hast gesagt, es wäre dringend. Ja. Moss, das ist, Helen! Meine arme kleine Helen! Was ist dir passiert? Was haben sie mit dir gemacht? Mir ist nichts passiert, Mom. Aber wo bist du denn dann gewesen? Ich war in Sydney. Du fährst nach Sydney und sagst uns kein Wort? Helen, wie kannst du dir erlauben, sowas zu tun? Weißt du, der arme Blue. Der arme Mr. Barrow. Es tut mir so leid. Ich habe mich gleich gemeldet, als ich den Rundfunkaufruf hörte. Vergessen wir es. Und Blue wird dir verzeihen, nicht wahr, Blue? Das wirst du doch. Sag ihm doch, er soll dir verzeihen. Ich bin bereit, es zu vergessen, Helen. Es hat keinen Sinn, Blue. Hä? Ich weiß, dass Mom es gern gesehen hätte, aber es wäre nicht gut gegangen. Soll das etwa heißen, du willst mich nicht? Ja, ich werde dich nie heiraten, Blue. Miss Helen, sind Sie fertig zum Rückflug? Helen, willst du es dir nicht doch noch mal gründlich überlegen? Pass auf dich auf, Helen. Du wirst mir fehlen. Ihr werdet mir auch fehlen. Sir William Hemsworth, gestatten Sie, dass ich Sie im Namen unserer Mitbürger herzlich willkommen heiße. Es ist uns eine große Ehre, einen so berühmten Mann zu Gast zu haben. Ich würde gar nicht drauf eingehen, Bill. Er ist ein Schuft. Ich bedauere, Bürgermeister. Mein Freund Mr. Andrews rät mir nicht, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie ein Schuft sind. Jim ist hier sehr schlecht behandelt worden. Ihm würde ich empfehlen, zu klagen. Vor allem gegen den Bürgermeister. Nehmen Sie meinen Anwalt. Der beste Anwalt von Sydney. Der teuerste übrigens auch. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. In diesem Fall wird der Bürgermeister alles bezahlen. Ich danke Ihnen, Sir William. Aber ich will kein Geld von so einem Menschen. Wiedersehen, Moss. Na, auf bald, Jim. Wir sehen uns in Sydney. Na, vielen Dank noch. So, Miss Helen. Jetzt müssen wir fliegen. Ich danke Ihnen, Sir William, aber ich möchte lieber Auto fahren. Einen Moment! Fahren Sie jetzt nach Sydney? Ja. Würden Sie mich mitnehmen? Mit Vergnügen. Hey, Jim! Machen Sie keine Dummheiten! Das kann einem hier leicht falsch ausgelegt werden!